ist der ersehnte Völkerfrühling angebrochen. Während der Kampf um Wien tobt, tritt in Frankfurt am Main das erste gesamtdeutsche Parlament zusammen. Man berät über einen Verfassungsentwurf und über die Schaffung eines neuen Deutschen Reichs. Welche Rolle soll Österreich darin spielen? Zwar wird ein Habsburger, Erzherzog Johann, zum provisorischen Staatsoberhaupt gewählt. Aber die Deutsch-Österreicher unter den Abgeordneten haben zu entscheiden, ob sie in erster Linie Deutsche oder Österreicher sein wollen. Die Geschichte erspart ihnen eine endgültige Antwort. Denn bereits 1849 wird die Frankfurter Nationalversammlung aufgelöst.